Sönmez, das Double haben sie ja schon vor dem Spiel sicher gehabt und jetzt mit einem Kantersieg die Saison abgeschlossen, gefeiert. Wie sind die Emotionen? Ja, ich denke einfach, wenn man jetzt die ganze Runde einen Rückblick startet, haben wir sicherlich verdient die Meisterschaft gewonnen und natürlich den Pokal. War eine überragende Runde. Ich denke mal, die Jungs werden es vielleicht vorher schon erwähnt haben. Ich denke, wenn man es jetzt einfach mal so zurückblickt, wo die Mannschaft vor dem Jahr gestanden ist, wir dazugekommen sind, mit der Vorstandschaft zusammen eine Mannschaft geformt haben und letztendlich muss ich sagen, eine überragende Leistung und die Runde gespielt. Ne? Dafür danke ich natürlich jedem Spieler, dem Verein, e.V. Neutatz und einfach genial. Zum heutigen Spiel natürlich, sicherlich immer vorher die Meisterschaft ja schon entschieden gehabt und den Pokalsieg ja auch in der Tasche gehabt. Aber wir haben noch ein Ziel gehabt oder eine Zielsetzung gehabt natürlich und haben unser Ziel erreicht. Das war das 100. Tor von Dominik Lehmann, der das heute den 100. Tor erfüllt hat. Und somit natürlich schließen wir die Runde ab mit lauter Rekorde für EVN und es freut mich natürlich. Ne? Ja, sicherlich auch Dinge, wo nicht einfach waren. Wir haben sicherlich auch Spiele in der Runde für uns entschieden, wo schwer waren. Aber das zeigt eben einen starken Charakter der Mannschaft. Und somit denke ich, ist man nicht nur fußballerisch in der Lage gewesen, die Meisterschaft einzufahren, auch charakterliche Mannschaft. Ja, ich meine, wenn man sieht, die Tore verteilt auf ein Pekes, Mario, Top-Torjäger, auch letztes Jahr in Graber, dies Jahr hier wieder, heute auch wieder einige Assists vorgelegt. Und ich denke, die Qualität verteilt sich in der Truppe. Und wenn man dann halt einen Schwager hat, über den brauchen wir, glaube ich, nicht reden, ja, der dann eben halt da steht, wo man stehen soll, dann laufen die Dinge wie heute einfach. Ne? FV Neutatz ist ja fast ein Familienbetrieb, kann man sagen. Trainer, zwei Söhne auf dem Platz. Wie ist es, als Vater Trainer zu sein und dann halt mit seinen Jungs quasi dann ja, in dieser Mannschaft mitzuwirken und dann auch noch diesen Erfolg einzufahren? Ja gut, muss kurz ausholen natürlich. Ich denke mal, wie ist es, als Vater zu sein? Ich habe ja nicht nur zwei Söhne, ich habe hier 12, 13, 14 Söhne und das sind alles meine Kinder. Auch Mario Pekes ist mein Sohn, die anderen Spieler genauso. Also so behandle ich die zumindest, ne? Und das ist für mich kein Unterschied. Aber speziell jetzt zu der Frage natürlich, wie gehe ich damit um? Ist ganz einfach, ich sage immer, natürlich bin ich stolz, dass meine zwei Jungs hier aktiv Fußball spielen. Auf dem Platz bin ich der Trainer, zu Hause bin ich der Papa. Aber manchmal wollte ich nicht in der Haut stecken von den Jungs, also die sicherlich da enorm Druck haben. Die Zuschauer müssen die Jungs aufstellen. Und wenn die Qualität passt, Qualität stimmt, auch letztes Jahr gestimmt beim Tolga und beim Sinan. Deshalb freut es mich noch mehr, das ist ja klar. Und da bin ich ein Stück stolz drauf, gemeinsam. Aber noch einmal, wenn ich sehe, dass die zwei Lehmänner, das sind auch zwei Brüder, die auch hier spielen. Und wir sind eine große Familie. Das hat uns ausgezeichnet dieses Jahr, diese familiäre Atmosphäre. Und das ist auch der Erfolg dieses Jahr, was wir erreicht haben. Und ja, bin ein Stück stolz natürlich drauf, ne, auf die Situation. Ein Fazit haben Sie eigentlich schon gezogen. Können Sie uns einen Augenblick auf die nächste Saison geben? Aber wir müssen einfach auf dem Teppich bleiben. Ne? Das heißt, ich sehe einfach so, wir feiern, wir nehmen das mit, was jetzt ist. Aber Fußball ist einfach Momentaufnahme. Ob das jetzt im Amateurbereich ist oder in der Bundesliga, es zählen eben halt Erfolge, es zählen eben halt Zahlen und es zählt eben halt immer, ja, man muss einfach sagen, man geht auf den Platz, um zu gewinnen, um zu siegen. Deswegen wird unser Ziel nächstes Jahr genauso da sein, was wir dieses Jahr vorgenommen haben, zu gewinnen. Natürlich ist die Landesliga, die ich sehr gut kenne, schwieriger nächstes Jahr wie dieses Jahr, muss man auch klar sagen. Man sieht die Absteiger aus der Landesliga, man sieht, dass Mutschelbach heute laut jetzt aktuell, wo ich erfahren habe, drin bleibt in der Landesliga. Also klar, mit Lange Steinbach, mit Mutschelbach, denke ich, sicherlich Gegner da sind. Man weiß nicht, ob Kirlach jetzt hochgeht oder nicht. Hat man sicherlich sehr gute Gegner. Heidelheim wird sicherlich ganz stark im Rolle spielen. Aber man sollte EVN nicht abschreiben. Ich denke mal, wir bleiben zusammen, das ist positiv.
Wir werden einige Spieler dazu ergänzen, zu verstärken und die Mannschaft, damit wir nächstes Jahr eine gute Rolle spielen. Wir werden nicht um den Abstieg spielen wollen, das ist nicht mein Ziel. Wir wollen sicherlich auch nicht um den Aufstieg spielen, aber wir wollen unter der ersten Fünf sein, das ist unser Ziel. Natürlich freut es mich für die Fans hier, für die Jungs, dass wir das erreicht haben. Wir feiern jetzt und genießen Tag und dann schauen wir mal nächstes Jahr, wo wir dann stehen, um die gleiche Zeit wie jetzt. Vielleicht feiern wir wieder.